Hallo und gestern zurück zu Cities Skylines, wo wir diesmal versuchen werden, den nächsten Meilenstein zu erreichen. Heißt natürlich, eine Menge Wohnungen bauen. Und ja, hier haben wir noch ein bisschen Platz. Hier haben wir noch ein bisschen Platz. Hier haben wir auch noch Platz. Und da möchte ich ganz gerne auch eine neue, etwas, naja, vielleicht unabhängigere Stadt entstehen lassen, das so ausschaut, als wäre da eine andere kleine Stadt, die dann später mit der zusammenwächst. Aber vorher füllen wir, glaube ich, hier mal auf. Und in diesem Falle, ja, traue ich mich da nochmal anzuschließen, würde ich sagen. Beziehungsweise fraglich, ob wir da nicht noch einen Kreisverkehr uns leisten sollten. Naja, können wir ein bisschen basteln und für ein bisschen Abwechslung auch sorgen. So, da haben wir auf jeden Fall die Abfahrt. Dann brauchen wir noch eine Auffahrt. Kann ja durchaus stadtautobahnmäßig etwas kompakter sein. Das ist eh ampelfrei in dem Falle. Das passt. Und da können wir theoretisch auch von hier auf die andere Seite fahren. So, können wir da schon rauf? Jawohl. Okay, gewinnt keinen Schönheitspreis, aber funktioniert zumindest. Und wo fahren wir ab? Vielleicht da runter. Gehe ich da rein. Gut. Dann. Einbahnen waren ja gewünscht, dass wir noch ein paar mehr haben. Also warum nicht? Können wir auch da anschließen, haben wir etwas größere Kreuzung. Aber hoffen wir mal, dass das keine Probleme verursacht. Und hier selbes Thema. Müssen wir einfach schauen. Sonst müssen wir ein paar Straßen noch umbauen. Sollte sich herausstellen, dass da zu viel Verkehr ist. Okay. So, sollen wir irgendwo gleich noch einen Park einplanen? Wäre vielleicht auch nicht schlecht. Da könnte man noch rauffahren, obwohl da wollte ich eigentlich freilassen. Da fahren wir da mit einer Straße rauf, werden aber hier keine Bäume pflanzen. Keine Bäume pflanzen. Keine Häuser bauen, sondern Bäume pflanzen. So rum. Okay. Gut. Ja, dann werden wir einfach mal loslegen, dass hier schon mal ein paar Leute einziehen können. Bedarf ist ja hoch. So, dann schauen wir, dass wir da vielleicht die Hauptstraßen ein bisschen freilassen, beziehungsweise da nicht ganz direkt an die Autobahn bauen. Wasser nicht vergessen. Unter den Straßen, mehr oder weniger, sozusagen. Okay. So. Sonst irgendwelche Probleme, die ich da im Moment nicht. Da müssen wir schauen, wegen der Polizei und Feuerwehr. Wie wir da noch tun. Eine große Feuerwehr, eine große Polizei hatte doch relativ viel Unterhaltskosten, würde aber auch vielleicht viel bringen. Zurzeit, glaube ich, leisten wir uns hier noch jeweils eine kleine. Ah, so viel dazu, da haben wir ja schon eine. Dann werden wir die entweder verlegen oder verkaufen. Ich glaube, die reißen wir wieder ab. Okay, und eventuell eben später gegen etwas größere ersetzen. Krankenhäuser. Haben wir hier ein großes, da haben wir kleine verteilt. Hier ist auch ein kleines, das genügt, glaube ich, im Moment noch.
Aber eben, ich glaube, Polizei, Feuerwehr und eben sonstige Versorgung müssen wir dann mal gelegentlich neu planen. Da bin ich noch nicht ganz zufrieden mit der Verteilung. Weil das bringt durchaus auch was für die Level der Gebäude. Das sollte man nicht außer Acht lassen. So, lass mal ein bisschen laufen, dass die da einziehen können. Vielleicht noch schnell den ein oder anderen Park da einplanen. Steigert ja auch den Grundstückswert. So, und hier ist die Frage, beziehungsweise ist überhaupt die Frage, weiterer Friedhof, weiteres Krematorium, der ist mal voll. Ja, man noch passt die Kapazität. Von dem her lassen wir es mal so. Friedhofsauslastung 64%. Das geht noch. Wir können ja den mal eine Zeit lang entleeren. Darf man nicht vergessen, das wieder rückgängig zu machen. Gut, und während die hier am Bauen sind, werden wir vielleicht planen, ob wir da irgendwie rüberkommen. Also mich würde es schon reizen, darüber zu bauen und hier so eine eigene kleine Stadt entstehen zu lassen. Da ist auch ganz schön viel los. Sollen wir das mal versuchen? Im Moment können wir ja sagen, gut, das machen wir. Und die ist irgendwie nur so erreichbar über so eine kleine Straße hier vom Einkaufszentrum aus. Und später bekommen die dann ihre eigene, etwas größere Straße. Soll aber wirklich ein kleines Dorf bleiben, sozusagen. Mal schauen, ob das optisch halbwegs was wird. Vielleicht auch mit der einen oder anderen begrünten Straße. Zumindest die Hauptstraße dadurch. Und die bekommen dann auch eigene Polizei, Feuerwehr und Schule. Aber eben bleibt so eine kleine Vorstadt. Zumindest mal für den Moment. Bis man dann wieder alles umbauen, beziehungsweise bis uns der Platz ausgeht. Okay. Ein paar Geschäfte gibt es ja auch, aber nicht viel. Hier vielleicht und ein Bürogebäude haben sie da in der kleinen Stadt. Und der Rest wird mal für den Moment zumindest Wohnungen. Hier vielleicht nicht. Die Hauptstraße werden wir auch, glaube ich, freilassen, zumindest auf der Seite. Und hier können wir überhaupt so ein paar einzelne Flecken vielleicht auslassen, wo nicht gesiedelt wird. So, Strom brauchen die natürlich. Bekommen ihre eigene Windturbine für den Moment. Ah, da war guter Wind. Okay, die ist ziemlich laut. Dann machen wir Stromversorgung von der Hauptstadt. Inklusive Wasser. Genau, noch eine Kleinigkeit hatte ich vor. Nämlich die Zuglinie. Da hätte ich gern irgendwann einen Ring gebaut. Das würde ich eigentlich auch anbieten, wenn die Stadt ein bisschen weiter wächst, da hier irgendwo eine Bahnstation zu machen in der Mitte. Und
und das Ganze mit da oben zusammenzuschließen. So, da haben wir offensichtlich ein Feuerproblem, kann das sein? Naja, eine Feuerwehr, viel Rot. Wie gesagt, das müssen wir uns unbedingt anschauen, das müssen wir ein bisschen durchoptimieren. So, dann schauen wir mal, ob wir die, was war es nochmal, 44.000 schaffen. So, hier haben wir jetzt natürlich eine Kreuzung produziert. Nicht sehr günstig, aber geht noch. Wobei da interessanterweise viele auf die Autobahn auffahren wollen. Könnte man also eventuell, falls das geht, sowas dahin basteln. In der Hoffnung, dass ein paar mehr abbiegen können. Gleichzeitig. Falls vonnöten. Okay, schaut jetzt mal nicht wirklich nach Stau aus. Hier, genau, da wollte ich auch noch umbauen. Hilft nichts, da müssen wir die Auffahrt leider auch über die Bahn drüber ziehen. Weil ich sie da drüber bekomme, heißt das. Ja, nicht hübsch, aber zweckmäßig. Muss man ein bisschen aufpassen, wenn man die Kurve hier fährt. Sehr gut. So, da ist auch schon ordentlich was los mittlerweile. Aber stautechnisch geht's noch. Dann gibt es mal die verdienten Straßen-Upgrades. Begrünung. Da ziehen zwar ein paar aus, weil sich hier ein bisschen was verändert. Durch das Upgrade hätte ich mir eigentlich nicht gedacht. Haben wir gedacht, das bleibt gleich breit. Aber gut, stört nicht. Und wo noch? Sollen wir hier vielleicht die Straße mit den Einbahnen noch ein bisschen begrünen, die hier hauptsächlich genutzt werden. Heißt diese hier. Das ist die, die am meisten befahren ist. Hm, da ist fast schon Stau mittlerweile. Müssen wir auch mal gelegentlich schauen. Können wir auch mal versuchen, auf die hier umzustellen. Vielleicht bringt's was. Aber die benutzen alle die innere Spur, weil sie, glaube ich, gleich auf die Autobahn rauffahren. Könnte man eventuell eine Abkürzung auf die Autobahn noch machen. Ja, müssen wir es auf jeden Fall im Auge behalten. So, da ist schön zu mittlerweile. Wie läuft's hier? Ja, schön idyllischer Vorort. Allerdings eben ohne Polizei, Feuerwehr und ähnliches. Da werden wir hier vielleicht ein paar weitere kleine Ortschaften machen. Und dann so eine gemeinschaftliche Polizei, Feuerwehr und so weiter. So, da wohnen noch ein paar Leute. Da gibt es vielleicht gar kein Geschäft, würde man sagen. So, und was kommt weg? Hier vielleicht Hauptstraße. Brauchen wir mal nichts. Da soll keiner wohnen. Rest können wir mal so lassen. Vielleicht am Fluss. Naja, das passt schon.
Wollen wir in die schöne Aussicht gönnen. Okay. Ah, haben wir da vielleicht noch irgendwelche Ressourcen? Wäre, glaube ich, ganz nett, wenn wir da noch ein paar Bauernhöfe oder ähnliches hätten. Oder vielleicht ein bisschen Forstwirtschaft. Wäre ja hier eigentlich sehr gut, wo wir gerade die Häuser gebaut haben. Wir machen vielleicht so ein paar ganz kleine Betriebe dahin. Sehr vereinzelt. So, müssen wir natürlich noch flott definieren. Um die Bezirke kümmere ich mich dann später noch. Ja, hier können wir sonst noch eine Forstwirtschaft errichten. Wenn wir noch mehr Industrie haben wollen. Gut, und Müll ist jetzt auch wieder ein Thema. Da wollten wir auch eine zweite größere Mülldeponie haben. Im Moment ist sie ja hier, was okay ist, aber sie ist auch nicht gerade ideal gelegen. Die ist in Entleerung. Falls wir da ein bisschen was anpassen wollen. Immer die Frage ist, ob die Müllwagen hier überhaupt herkommen. Ob sich das überhaupt ausgeht. Vielleicht braucht man dann auch eine eigene Brücke rüber. Naja, und so wie es ausschaut, haben wir leichte Probleme mit Krematoriumsverfügbarkeit. Okay. Und mit den Friedhöfen. Den haben wir mittlerweile ganz geleert. Wollte ich eigentlich nicht. Ja, müssen wir einfach fast Krematorium aufstocken. Frage ist, wo? Würde man sagen, das, was am zentralsten liegt, wäre vielleicht am besten. Sprich hier. Bauen wir da eins dazu. Ich habe das schon genügt. Oh. Knapp, knapp. Ja, darüber, wie gesagt, brauchen wir dann noch Polizei, Feuerwehr und ähnliches. Haben wir da eigentlich wieder genug Arbeiter? Nein. Heißt mit der Bildung. Da ist die Frage, ob wir da noch zurückhaltend sein wollen. Ich hätte eigentlich fast lieber höherwertigere Wohnviertel. Als wir ungebildete Leute, wenn ich es mir jetzt aussuchen kann. Wir haben eh immer noch zu wenig Kapazität. Da muss noch ein bisschen Strom ran für den Moment. So, da will sich kein Betrieb ansiedeln. Vielleicht doch ein bisschen zu weit ab vom Schuss. Oder es fehlt an Strom. Gut, Bedarf ist es auch gerade nicht hoch. Nach Industrie. Ja, und von unserem Ziel 44.000 sind wir noch ein gutes Stück entfernt. Wenn wir da noch hinwollen, müssen wir Gas geben. Vor allem, wenn es in der Folge noch passieren sollte. Was ich gerade ein bisschen anzweifle, dass sich das ausgeht. So, hier lasse ich mal frei für einen weiteren Spazierweg. Ja, Bildung, Bildung. Da schaut es einfach wirklich nicht gut aus.
Ja, vielleicht ein bisschen nachlegen. Dann wird das hier die Schule von unserem neuen Gebiet. Vielleicht ein bisschen zentraler. Immerhin das. Ja, schaut vielleicht ganz nett aus, wenn es mal so etwas abgeschieden ist. Stromleitung müssen wir dann noch ein paar entfernen. Wenn möglich. Ah ja, und zwei, drei Betriebe haben sich auch angesiedelt. Sehr schön. Vielleicht gibt es hier noch das eine oder andere Geschäft. Okay. Und wie läuft es mit den Krematorien? Schaut, glaube ich, schon wieder ein bisschen besser aus. Ja. Auf jeden Fall mehr Kapazität, als wir brauchen. Den werden wir auch wieder öffnen. Okay. Ja, hier haben wir noch ein bisschen Probleme. Ich glaube, da werden wir ja auch dann. Achso, Moment, hier hätten wir eigentlich einen Friedhof. Und ein Krematorium. Ja, die sind vielleicht ein bisschen weit ab vom Schuss. Etwas Kriminalität sehe ich hier auch. Gut, da waren wir ja auch nicht gerade großzügig bis jetzt. 11%. Ist die Frage, ob wir uns nicht mal eine große Polizeistation leisten, hier in der Mitte der Stadt vielleicht. Kostet uns wie viel? 2000, ne? Das ist eine ganze Menge. Ja, 10% ist mir fast zu viel. So ein Krematorium. Eigentlich wären die Kapazitäten da, aber vielleicht haben wir zu wenig Wagen im Einsatz. 7 von 7. Vermutlich schaut es überall so aus. Also entweder noch eins dazu bauen oder mehr Budget zuteilen. Gut, falls wir uns hier jetzt wirklich verbreitern. Dann können wir auch noch eins dazu bauen, prinzipiell. So, das wird in etwa der neue Stadtrand. Mal ein paar einbahnen. Hier vielleicht eine normale Straße. Gut. Und sollen wir dann auch gleich jemanden ansiedeln? Ja. Gewerbe. Warum nicht? So, ich bin immer noch im Upgrade-Modus. Das brauchen wir nicht. Jetzt aber. Die stört sich hoffentlich nicht ganz so sehr. Direkt neben der Autobahn. Da noch ein Wohnblock. Und hier lassen wir, glaube ich, auch frei für Grünflächen. So, und dann ist eben die Frage, leisten wir da gleich noch einen zweiten Friedhof und eventuell ein Krematorium? Also, es pendelt so ein bisschen. Mal passt's, mal nicht. Naja, gedulden wir uns ein wenig, dann sehen wir ja, was rauskommt. Hier braucht es auf jeden Fall dann bald noch eine Polizei. Oder eben irgendwo grundsätzlich eine etwas größere Polizeistation wäre die Alternative. So, haben wir noch genug Wasser? Ja, das passt mal auf jeden Fall.
Strom schaut es auch noch gut aus. Müssen wir uns auch keine Sorgen machen. So, kommen wir jetzt mit dem Strom nicht drüber, kann das sein? Müssen wir auch in die Höhe. Mal schauen, vielleicht wächst es dann zusammen. Dann können wir uns das sparen. So, Parks. Kann man nie genug haben. Planen wir da gleich noch eine mit ein. Verkehr schaut mal halbwegs okay aus. Man, es ist viel Verkehr. Aber noch kaum Staus. Ja, und es kommen eh bald die U-Bahn. Ich glaube, die werden wir dann in der nächsten Folge angehen. Hier ist ordentlich was los. Da könnte man sich überlegen, ob man die eine oder andere Einbahn oder den einen oder anderen Kreisverkehr vielleicht hinbaut. Vor allem hier. Schauen wir mal, wo fahren denn die meisten hin? Die meisten wollen, glaube ich, auf die Autobahn. Nehme ich mal an. Und deswegen staut es da auch raus bis auf die Autobahn und in den Kreisverkehr. Sollen wir da noch einen kleinen Kreisverkehr hinbauen? Ich würde fast sagen, ja, das könnte lohnen. Müssen wir leider ein bisschen umbauen. Mal schauen, ob wir das irgendwie schaffen. Manuell. Ja, ich befürchte, da müssen wir fast wegreißen. So, versuchen wir mal halbwegs gut zu zielen. In der Hoffnung, dass sich das ausgeht, da Kurven drum zu ziehen. Ja, das lassen wir, glaube ich, als Kreisverkehr durchgehen, oder? Ich würde sagen, das passt. Schauen wir mal, ob es jetzt ein bisschen flüssiger läuft. Hoffnung besteht. Vielleicht ist er ein bisschen zu klein. Das kann sein. Beziehungsweise muss ich es einfach auch erst auflösen, nehme ich an. Genau. Da kommt noch einiges nach. Ja, schauen wir mal, ob das was gebracht hat. Ja, und hier eben die Ein- und Ausfahrt für die Müllwagen ist jetzt auch nicht ideal. Die müssen sich da auch immer durchquetschen, deswegen wollte ich das ja ein bisschen anders bauen. Vielleicht lieber hierhin etwas zentraler, in der Hoffnung, dass das nicht als Durchfahrtsstraße missbraucht wird. Können wir so von daher einfach nur eine Einbahn reinmachen. Von hier aus schließen wir es dann großzügiger an. Und dann werden wir das nach und nach darüber verlegen. Und dann hoffen wir, dass wir da ein bisschen mehr Ruhe haben. So, kommt uns zwar jetzt etwas teuer, das alles zu verlegen, aber so, Müllverbrennungsanlage brauchen wir eh schon wieder eine neue. Sehe ich gerade.
Gut, die werden wir entleeren. Dann hoffe ich mal, dass dann primär Müllwagen rein und raus fahren. Und sonst nicht mehr viel. Und dass wir hier dann ein bisschen mehr Durchzug haben. Weil... Moment, das können wir theoretisch auch so lösen für den Moment. Wären auch ein bisschen umständlich. Ja, mit Grünstreifen soll auch recht sein. So, nehme ich da einfach für den Moment eine Brücke drüber, dass wir zu der Deponie noch zukommen. Aber hier den Verkehr nicht behindern. So, mal schauen. Die wollen alle zum Frachtbahnhof und fahren entsprechend, ich glaube, die meisten hier durch. Dann werden wir da versuchen, das auch noch mit Einbahnen ein bisschen zu ändern. Heißt, jetzt müssen sie alle da durchfahren. Wollen wir das? Versuchen wir es mal. So, und das ziehen wir in die Richtung. Haben gerade ein paar Betriebe da eingebüßt. Hoffe, die siedeln sich wieder an. Ja, ich glaube, da bräuchte man eher eine Brücke drüber, als wie einbahnen. Weil die müssen im Moment alle aneinander vorbei, schaffen es aber nicht ganz. Mal schauen. Ob das eine Abkürzung ist, die Sie annehmen würden? Ja, viele verteilen sich da einfach ins Industriegebiet. Dann aber vielleicht lieber so rum. In diesem Falle. Oh, das wird nur spaßig, das umzubauen. Genau, da können alle, die ins Industriegebiet wollen, hier entlang fahren. Mensch, schleifen sie sich ja da durch. Wird noch eine Zeit lang dauern, bis sich's auflöst. Sparen wir uns die Straße nochmal. Mal schauen, was passiert. Da kommen die ganzen Müllwagen. Ja, der Stau wird immer länger. Ja, ich glaube, das müssen wir etwas großzügiger lösen, sozusagen. Wobei, jetzt scheint es sich gerade ein bisschen zu beruhigen. Die fahren alle da rum und keiner will hier rumfahren. Warum? Hat da was mit dem Upgrade nicht geklappt? Doch, jetzt fahren ein paar da. Keine Ahnung im Moment noch. Ah, jetzt kommen sie. Das waren, glaube ich, einfach alles noch welche, die da rüber wollten. Unglaublich, da geht's zu. Haben wir das ähnliche Problem wie oben beim anderen Frachtenbahnhof. Letztlich. Und
Ja, die wollen das einfach nicht nutzen darunter. Seltsam. Die wollen alle da durchfahren. Warum auch immer. Okay, das werden wir uns nächstes Mal in Ruhe anschauen. Und für heute wünsche ich alles Liebe, alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, ciao, vielen Dank. Und Baba.